Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um unser Filmequipment, das wir brauchen in unserem, sag jetzt mal, Videoalltag. Wir haben in einer Folge schon mal gezeigt, was wir an Fotoequipment sonst zu brauchen. Sprich, gewisse Geräte haben wir jetzt nicht nochmals hingelegt, weil wir da ein bisschen im Fotoequipment-Video weiter darauf eingehen. Ich hätte gesagt, dann starten wir gleich mit dem Videoequipment. Ja, auch hier haben wir die 5200 von der Nikon, also die D5200. Die brauche ich auch zum Fotografieren, aber momentan eigentlich mehr fürs Video. Gerade Full HD reicht mir völlig aus, muss ich nicht mehr haben. Mir auch, Genau, sonst klappbare Display, sehr praktisch, finde ich. Allgemein bei Kameras, Systemkameras zum Filmen finde ich das sehr, sehr praktisch, weil man einfach aus möglichst vielen Perspektiven das Bild eigentlich kontrollieren kann. Genau, ansonsten das Thema Objektiv oder Kamera, sonst haben wir noch die D750, die genau, haben wir auch schon ein paar Mal ausgeliehen. Schwenkbaren Display. Genau, ja. Die einfach nach unten, nach oben, aber bis jetzt habe ich überhaupt nie Probleme gehabt, dass ich irgendwie eine andere Perspektive oder nach vorne. Der große Vorteil ist ja, dass man sich auch vorne sieht. Genau. Dass man nach vorne schwenken kann, das kann man beim Schwenkbaren bei diesen nicht. Mhm. Es gibt jetzt neue bei der Sony Alpha-Reihe, die 6400, die neue, die hat ein schwenkbares nach oben. Aber ja, meistens sind wir mit einem Mikrofon oben auf der Kamera unterwegs und dann ist der schwenkbare Display nach oben auch ein bisschen hinfällig. Aus diesem Grund ist mir die D750 völlig ausreichend. Ja, das ist auch eine super Kamera, super dynamischer Umfang, also Full HD auch, genau, Maximum reicht in der Regel völlig aus. Genau. Genau. Sonst Thema Objektive, ja, also ich bin jetzt da auch nach wie vor, ich brauche halt wirklich beides für zum Fotografieren und zum Filmen. Und zum Filmen allgemein bin ich sehr auf Festbrennweiten fixiert. Also eben auch hier, jetzt hier ist zwar noch das 50mm, brauche ich mehr für Details, also eher weniger. Was ich am meisten eigentlich brauche, ist dann das 35mm, das 1,8er Blende. Ist sehr toll, wenn man gerade so in Richtung Menschen filmt, um mal ein bisschen eine nähere Aufnahme zu haben. Gerade von den Gesichtern, von den Emotionen muss nicht so nah herangehen. Es verzieht nicht sehr viel auf dem Bild. Das ist sehr, sehr praktisch. Sonst eben für Weitwinkelaufnahmen benutze ich hauptsächlich dann das 20mm, jetzt relativ neu, seit bloß jetzt 2-3 Monaten. Finde ich sehr, sehr toll, weil man kriegt auch extrem viel drauf und kann sehr viel zeigen in einem Take, also in einem Bildausschnitt. Das finde ich sehr, sehr praktisch zum Filmen. Genau. Ja, bei mir, ich habe auch das 35mm, einfach das 1,4 von Sigma, die Art-Version. Da bin ich wirklich auch sehr gut unterwegs, finde es auch sehr eine gute Brennweite, ob 1,8 oder 1,4. Meistens blendet man dann ab, außer wenn man im Fokusbereich, den man sieht oder so. Aber grundsätzlich blendet man ein bisschen ab und dann spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Da ist einfach die Schärfe super bei diesem Objektiv. Brauche ich sehr viel zum Fotografieren, aber natürlich auch zum Filmen. Ja, also allgemein zum Filmen arbeiten wir grundsätzlich im manuellen Fokus. Also mit dem manuellen Fokus und nicht im Autofokus, ganz aus einem einfachen Grund, man hat viel mehr Kontrolle. Gerade bei den Spiegelreflexkameras, die wir ja grundsätzlich eigentlich hauptsächlich brauchen zum Filmen, anstatt dass der Fokus ständig pumpt, kann man ganz einfach den Fokus immer dort haben, wo man ihn möchte. Also mit manuellem Fokus, sei es mit Zoom oder Festbrennweiten. Genau, und mit Zoom-Objektiven hast du jetzt noch eins, zwei dabei. Ja. Das ist so. Ich habe grundsätzlich das 16-35 Blende 4 von Nikon. Für den Weitwinkel sehr gut geeignet mit 16mm auf Vollformat, wo ich gerade filme zurzeit. Doch auch 35mm, wo dann eigentlich schon wieder beim Sigma ist, dass man ein bisschen variabler ist und nicht Objektive wechseln muss. Und dann das praktisch immer drauf bei der Fotokamera, beim Fotomodus, das 24-70 durchgehend 2,8, was auch eine sehr gute Schärfe hat. Und dann für den Telebereich das 70-200 von Tamron mit Bildstabilisator. Das ist das einzige, das einen Bildstabilisator hat von diesen vier Objektiven. Aber weil wir normalerweise immer entweder mit dem Gimbal oder mit einem Stativ fotografieren, ist das
ist es nicht so ein Problem. Das, wenn man sich achtet, dann ist es sehr... Ja, man vergisst es eigentlich, dass man keinen Bildstabilisator hat und es geht wirklich gut. Also es gibt viele, die sagen, man muss einfach einen Bildstabilisator haben. Ja, wenn man keinen hat, lernt man damit umzugehen. Ja, aber ich finde, es ist mehr im Fotografieren, ist es wichtig, wenn man einen Bildstabilisator hat, oder wichtig, wenn man aus der Hand fotografiert, in großen Brennweiten gerade und sonst bei weitwinkligen Objektiven, ja, also du musst so eher weit runtergehen mit der Belichtungszeit, wenn, also du zitterst wirklich, ist extrem stark, aber sonst, ja, es ist in der Regel kein Problem. Gerade heute, gewisse Kameras haben ja noch einen 5-Achsen-Bildstabilisator, also wo der Sensor stabilisiert ist, dann ist es noch weniger ein Problem. Sonst eben ja Thema Stabilisation. Gerade im Video ist es sehr wichtig, dass man ruhige Bilder einerseits macht, abgesehen vom Ton, wo noch sehr wichtig ist, da kommen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf zurück. Sonst die Stabilisierung als solches. Ist eine sehr tolle Sache, ein Gimbal, das wir nutzen, das DJI Ronin M Gimbal. Da bin ich noch ein bisschen am Schauen, ob ich da je nachdem auf eine kleinere Version gehe, wo man eigentlich ein Griffstück hat und die Kamera obendrauf ist. Weil es ist relativ groß, gerade an gewissen Anlässen, wo man viele Leute hat, wo man nicht sehr viel Platz hat, ist es nicht immer ganz optimal, obwohl man kann das Gimbal noch schwenken, dass es ein bisschen schmaler ist. Aber grundsätzlich sonst von der Stabilisierung super, hat verschiedene Motoren drin, die Achsen nochmals stabilisieren, funktioniert perfekt. Und selbst wenn man beim Laufen noch ganz feine Ruckler oder Verwacklungen drin hat, dann stabilisiere ich das eigentlich dann nachher im Premiere bei der Bearbeitung mit der Software noch entsprechend raus. Aber das ist in der Regel so minim, dass man es gar nicht mehr groß wahrnimmt. Genau, aber sehr tolles Teil. Akku hält extrem lange. Habe zwei, meistens brauche ich nur einen für einen Tag. Also wunderbar. Das Gewicht ist auch noch in Ordnung. Es hat ein bisschen ein Gewicht. Der Akku hinten ist auch nicht sehr klein, aber es ist wirklich noch mit einer DSLR, nicht gerade mit dem 70-200, dann wird es ein bisschen schwer. Festbrennweite 20, 35 mm, wirklich noch gut tragbar, halbe Stunde oder so, geht durchaus. Und dann, ja, wenn man eine Pause braucht, gibt es hier einen kleinen Ständer dazu, den man am Boden stellen kann und dann das Gimbal einfach darauf und pausieren kann. Aber grundsätzlich, es ist okay. Ja. Vom Gewicht her ist es wirklich okay. Ich sage ein bisschen Training, es ist ein bisschen am Anfang gerade eine Übungssache. Allgemein mit Gimbals, Steadicams, Schwebestativen ist es eine gewisse Übung. Wie hält man das? Man darf jetzt nicht das Gefühl haben, man kann da herumschwenken und rumrütteln und es ist alles ruhig stabilisiert. Also man muss schon mit Gefühl filmen dann auch. Also das merkt man schon ein bisschen die Arbeitsweise mit Gimbal. Das ist ein bisschen anders wie auf dem Stativ, völlig anders. Aber sehr tolle Aufnahmen sind damit möglich, extrem tolle Aufnahmen. Auch mit dem Zusammenschneiden gibt es sehr tolle Möglichkeiten, solche Szenen zu integrieren. Ja, ansonsten ist dann das Einbeinstativ, welches ich nutze. Ich mache es ein bisschen kleiner, dass man das besser sieht. Das ist jetzt auch eines von Sirui mit so drei kleinen Füßen hier unten. Ist wirklich super, man hat eine gewisse Stabilität, man braucht nicht viel Platz. Also wenn ich jetzt hier stehe und jetzt in einer Menschenmasse stehe, brauche ich nicht mehr Platz, wie ich sage mal, die private Zone, die man sonst so für sich haben möchte. Also man ist wirklich sehr, sehr kompakt. Jetzt da mit einem Monfrotto-Videokopf, ein sehr geiles Teil, muss ich wirklich sagen. Auch dann in Kombination mit einem Dreibeinstativ. Wirklich, ja, es ist sehr smooth, wenn man die Schwenks nach oben zur Seite machen will. Eine sehr tolle Geschichte. Also, den kann man noch ausklappen, hier Kamera drauf und dann hält und das man, wirklich super. Was auch genial ist, man kann verschiedene Achsen lösen. Man kann auch sagen, man will nur vertikal schwenken und nicht horizontal oder umgekehrt. Das ist wirklich auch, man kann sehr viel einstellen, hat einen großen Griff. Und es ist wirklich gut. Genau. Sehr massiv. Sehr, ja. Und man kann auch kreativ damit werden. Also unten hat das noch eine Achse, die man lösen kann. Ein Gelenk in dem Sinn, wo man dann die drei Beine bewegen kann. Das muss ich hier noch schnell lösen. Und dann hat man die Möglichkeit, man kann es noch mehr lösen. Dann kann man wirklich mit dem ganzen Einbeinstativ so hin und her schwenken. Gerade wenn man so
eine Kamerafahrt oder so. Genau, genau. Mhm. Eine kurze Kamerafahrt kann man damit super machen. Also man kann kreativ damit werden. Es ist auch ein bisschen eine Übungssache. Es ist ein anderes Filmen. Da achte ich jetzt mehr darauf, dass ich mehr Perspektiven einfange, sprich meine Position versuche ich damit mehr zu verändern. Also zwischendurch statisch und immer wieder eine andere Perspektive einzufangen. Das ist ein bisschen eine andere Arbeitsweise als mit dem Gimbal, wo ich einfach nach immer dort, sag jetzt mal, also ich rede jetzt vor allem von Anlässen, sei es Hochzeiten oder sonst Konzerte, wo man einfach das einfängt, wo gerade in dem Sinn am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Genau. Sonst Thema Ton. Dann fast das nächste. Oder genau. Mensch, Stabilisierung hast du eigentlich noch die Drohne. Geht noch ein bisschen in die Richtung. Ja, ist noch ein weiterer Blick, den wir zum Glück machen können heute. Ich habe eine DJI Mavic Air. Die ist sehr klein. Und doch reicht es durchaus für super Aufnahmen aus der Luft. Das Schöne ist wirklich, dass wir auch hier einen 3-Stabi Stabilisation haben vorne. Über drei Achsen. Man schafft es eigentlich nicht zu ruckeln. Also es geht nicht. Weil wenn man die Drohne dann in den... Es gibt verschiedene Modus auf der Drohne. Man kann auch verschiedene Modus einschalten, wo sie selbstständig Aufnahmen macht. Aber wenn man spezifisch filmen möchte und möglichst ruhige Aufnahmen haben möchte, dann gibt es einen Modus, der das Bild nochmals stabilisiert. Und auch wenn ich dann bei der Steuerung zu schnell arbeite, zu schnell zurückgehe, zum Beispiel im Vorwärtsflug, dann braucht die Drohne ein bisschen, bis sie zum Stande kommt. Und sie schwenkt dann nicht. Und das ist wirklich super. Also es ist eine Perspektive, die man zurzeit, wo sehr in ist natürlich, und sehr viele Menschen versuchen das, die Bilder von oben zu brauchen in diversen Sachen. Für die Hochzeit oder für Firmenanlässe ist es einfach genial, weil eine Kirche mit den Leuten vorne von weit weg, vom Himmel, von der Vogelperspektive, das sieht man sonst nie. Und das ist einfach, ja, es ist genial. Sie ist sehr leicht. Ja. Sie ist unter 500 Gramm. In der Schweiz haben wir erst ab 500 Gramm das Gesetz mit der ganzen Anmeldung und der Versicherung bei uns. Darum, die Drohne ist 470 oder so Gramm, also knapp darunter, da hat man wirklich keine Sorge von der Bewilligung her, und sie ist sehr klein verpackbar, also man kann die ganze Drohne sehr klein zusammenfalten und somit auch in einer kleinen Tasche transportieren. In diese kleinen Tasche, da passt einfach alles rein, hier oben dann die Drohne und hier sind dann die Ersatzakkus, da habe ich 3 im Stück und die Fernbedienung hier auf der Seite, also mit dieser kleinen Tasche 3 Akkus. Jeder Akku Viertelstunde, Dreiviertelstunde filmen ohne Probleme mit deiner kleinen Tasche, dieser kleinen Drohne. Genial. Und du bekommst grandiose Aufnahmen dafür. Also mit auch ein bisschen Übung, was funktioniert gut, welche Kompositionen. Also, aber so grundsätzlich, also sehr einfach zu bedienen. Ich durfte bisher 2-3 Mal auch mal die Drohne bedienen, ohne Vorkenntnisse. Ja. Kurze Anweisung und das geht super. Also kannst, ja, ein bisschen gesunder Menschenverstand. Nicht im, wo du durchfliegst, mit was für Geschwindigkeit, aber grundsätzlich sehr einfach und super, eine super tolle Sache. Macht auch Spaß, sehr viel Spaß zu filmen. Und Sensoren hat sie auch, vorne und hinten. Du kannst nirgends hinfliegen, außer seitlich. Dort hat sie noch keine, die neue hat seitlich auch noch Sensoren. Aber sonst wirklich Full HD Auflösung und 4K. Also zurzeit wirklich... Es reicht aus. Klar, es geht größer und es geht besser mit den neuen Hasselblad-Sensoren, wo die Mavic hat, die 2. Aber wir brauchen es nicht. Es geht mit der kleinen. Das ist dann so ein Minim, dieser Qualitätsunterschied zur großen und der Preis ist so groß, der Unterschied. Das reicht völlig. Ohne Versicherung, man hat keine Sorgen. Alles gut. Ist wirklich gut. Eine tolle Sache. Sehr tolle Sache. Aber der Ton. Korrekt, den unterschätzt man, den Ton. Ja, den hat man ja bei einer Drohne nicht wirklich. Das ist richtig, ja, das Gesumme, das überspielt man, nicht, genau, dann hinterlegt deshalb man eine Musik oder ein Voice. Richtig, aber dafür ist eine Drohne auch nicht gedacht für einen schönen Ton. Also zum Thema Ton, eigentlich wollte ich nur ein bisschen überleiten. Genau. Gut. auf alle Fälle, ja, Ton ist bei mir momentan ein bisschen Rode. Die Marke, die ich momentan eigentlich am meisten...
technische Teile in dem Sinn habe von Rode selber. Sprich, einerseits, wenn ich ein einfaches Setup brauche, ist es für mich das VideoMic Pro R. Super einfach, einfach einschalten, 9 Volt Batterie rein und dann läuft das Ding, weiß nicht genau wie viele Stunden. Also ich hatte die Batterie, glaube ich, im Kauf reingetan, musste die noch nie wechseln. Ja. Also ist wirklich momentan eine super Sache, super Ton. Muss ein bisschen auf die Distanz achten, auf die Umgebungsgeräusche. Da muss tendenziell immer möglichst nahe ran, mit, also nicht zu nahe, dann wird es auch wieder, wird der Ton auch wieder ein bisschen anders. Ja, aber es ist nicht kompliziert. Es ist einfach. Nein, es ist ganz einfach zu bedienen, genau. Wirklich. Und das Schöne ist halt einfach an diesen Mikrofonen, du kannst das Mikrofon auf die Kamera schnallen und den Ton in die Kamera rein. Genau. Und somit hast du am Schluss ein Videofile mit dem Ton. Ja. Und das ist einfach genial. Du musst es nicht synchronisieren. Ja. Genau, du kannst ihn auseinandernehmen im Premiere, das ist kein Problem. Aber es ist einfach, ja, es ist einfach. Mhm. Es ist wirklich einfach im Gebrauch. Und man muss nicht große Vorkenntnisse haben. Man kann es hinten noch verstärken und es hat auch eine Filterfunktion. Genau. Aber grundsätzlich, genau. Es funktioniert auch, wenn man das nicht weiß. Und es einfach nur, das ist, ja. Ja, genau. Eben da jetzt gerade in Situationen, wo man ein bisschen weiter weg ist, gibt es noch eine Möglichkeit, die Lautstärke ein bisschen zu erhöhen. Also sprich plus 20 Dezibel oder minus 10, wenn es zu laut ist, wenn etwas sehr, sehr laut ist und die Kamera hat Mühe, das herunterzupegeln. Und sonst ist das der Low-Cut-Filter, wo man dann gewisse Geräusche im sehr tiefen Bereich, sprich wenn ein LKW irgendwo draußen in der Nähe parkiert und dann noch läuft, dann hat man ein dumpfes Geräusch noch, das man hört und so kann man das rausfiltern. Ja. Ja, sonst Ton, was wir momentan gerade brauchen, können wir gerade nicht zeigen, ist das Rode NTG3, das wir benutzen, ein Richtmikrofon wie das hier, einfach noch ein bisschen besser, gerade im Rauschverhalten, sehr tolle Sache. Auch ein bisschen über die Distanzen viel besser, also da merkt man, wobei merkt man den Preisunterschied, merkt man dann extrem in der Qualität auch. Sonst Zoom H6 ist der Rekorder, den wir momentan benutzen, um das alles aufzuzeichnen und von da aus geht es auf eine SD-Speicherkarte, später alles synchronisieren. Eigentlich eine super einfache Sache, Ton ist gerade etwas, wo man, wenn man investiert, auch etwas dafür bekommt und das widerspiegelt sich auch, also in einem Video ist eigentlich fast nochmal wichtiger, weder das Bild als solches ist eigentlich der Ton. Man kann sich selber testen, wenn man ein Video sieht, das einen schlechten Ton hat und ein tolles Bild. Ja, schaltet man schneller ab oder geht man schneller zum nächsten Video, weder wenn das Bild ein bisschen schlechter ist und der Ton dafür umso besser. Das mag ein bisschen mehr verleiten. Mhm. Genau. Ich habe noch ein Video Micro, das normale von Rode. Der Vorteil ist einfach, ich habe das immer dabei, weil der Vorteil ist, du brauchst keine zusätzliche Batterie und das ist einfach super. Südamerika kannst Go, du, genau, sein, ja. Du kannst es wirklich auf der Kamera aufstecken und seitlich das Kabel hinein und dann hast du eine viel bessere Qualität als nur mit der Kamera. Mhm. Und das ist grundsätzlich auch der Gedanke dieser Aufsteckmikrofone, dass du diese nicht einzeln irgendwo platzierst, sondern dass du die auf der Kamera hast und möglichst kompakt unterwegs bist. Ob auf dem Gimbal, haben wir auch schon gemacht, das geht auch. Da musst du mit der Höhe ein bisschen schauen, wenn du dann je nach Gimbal im Hochkant-Modus gehst. Das muss man ausprobieren, aber bei diesem ist es wirklich kein Problem. Wir haben das auch schon mit diesem Mikrofon getestet. Genau. Ja, ja, ansonsten bezüglich Mikrofon, was ich jetzt gerade nicht dabei habe, das ist das Lavalier-Mikrofon von Rode mit dem Sender, um es extern zu recorden. Es gibt ja auch das für das Handy, das habe ich nicht. Ja, der Grund, wieso wir es nicht benutzen gerade, ist, dass ich nur ein Stück davon momentan noch habe. Je nach, vielleicht gibt es noch ein zweites und dann wird man das vielleicht auch mal sehen. Sehr toll, gerade um über lange Distanzen auch einen Ton aufzunehmen, wenn man kein Richtmikrofon nachher heran stellen kann, ohne dass man es gleich sieht. Also das ist eine sehr tolle Sache. Auch ein ziemlich simples Setup. Ja, vielleicht zeigen wir das mal näher. Mal schauen, wir werden das ja sehen. Oder wir können einen Vergleich machen. Also schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euch interessiert. Ein Vergleich dieser Mikrofone, die wir brauchen. Praktisch im Vergleich gerade mit dem Ton, dass wir alles aufzeichnen und dann zwischen den verschiedenen Mikrofonen wechseln. Ist auch kein Problem. Dürft ihr wirklich frei auch sagen, was euch interessiert. Und ja, ich glaube, das wäre mal das
Material, was wir zurzeit brauchen. Wenn wir sonst Stative, natürlich haben wir auch noch diverse. Und Lichter ist auch Dauerlicht, ist auch so eine Sache. Ja. Und Reflektoren und so weiter. Das wird aber mit der Fotografie, das überlappt sich dann. Also wir brauchen halt beides. Ja. Darum ist es immer so ein bisschen... Genau. Das seht ihr ja noch im anderen Video, wo wir über das Fotoequipment gesprochen haben. Gehen wir auch noch ein bisschen näher, zeigen wir ein bisschen mehr, gerade vom Material haben wir dann noch ein bisschen mehr, dass ihr noch seht, was wir halt für beides brauchen. Genau. Ansonsten, ja, war es das mal von unserem Video-Equipment. Wir freuen uns auch hier, wenn ihr einfach mal einen Kommentar schreibt, wie gesagt, was würde euch interessieren, wo sollen wir noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Gibt es vielleicht etwas, das wir noch nicht haben, was wir unbedingt haben müssen? Unbedingt in die Kommentare schreiben. Ja, wir sind ein bisschen in Gefahr, dass wir es dann kaufen. Liegt bei uns ein bisschen im Blut. Ja. Gibt es? Wir sind ein bisschen Technik-Nerds. Genau. Aber ist gut so. Gibt auch Motivation. Auf jeden Fall. Darf es ja auch sein. Genau. Ja, in dem Fall wünschen wir euch einen schönen Tag. Und in dem Fall sehen wir uns beim nächsten Video. Und tschüss.